heute habe ich mal ein ganz kleines, kurzes Video mit einem Fehler an einer Kupplung. Das habe ich einfach auch so noch nie gesehen. Ich arbeite seit über 20 Jahren jetzt an Autos und das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe schon kaputte Kupplungen gesehen, aber das eben noch nicht. Das wollte ich euch mal zeigen hier. Die liegt hier vor mir. Also ganz normal eine Kupplung, ein Kupplungsautomat. Und die Kupplungsscheibe, die klebt fest. Die ist reibverschweißt an dieser Kupplung. Ich komme jetzt mal rum, dass man sich das mal ein bisschen genauer angucken kann. Ich zeige euch das was genauer, aber das ist absolut geil. Hier könnt ihr die Kupplung mal sehen. Das ist also die Kupplungsscheibe. Darunter liegt der Automat und ich kann das komplett hochheben. Eigentlich müsste es so ganz leicht auseinanderfallen. Wen das interessiert, wie das eigentlich auszusehen hat, ich habe hier oben mal einen Link zu meinem Kupplungsvideo. Aber das hier ist schon ganz schön grob. Ich hole mal mein Handy raus und dann gucken wir uns das mal ganz genau an. Wie das hier durch die Drehung, durch die Fliehkraft nach außen getragen worden ist. Hier dieser Rand hier, der gehört da eigentlich auch gar nicht hin. Und hier, das sieht normalerweise auch etwas anders aus. Ich drehe das mal auf die Seite. Oder vielleicht kann man es auch so sehen. Also das hier unten, das ist der Kupplungsautomat. Das da drüber ist die Kupplungsscheibe. Und eigentlich sollten eigentlich zwei verschiedene Beläge sein. Da ist nur noch einer von zu sehen. Das ist das dazugehörige Zweimassenschwungrad. Ja, hier kann man überall die Brocken erkennen von der Kupplung, die sich da zerlegt hat. Wobei das Schwungrad eigentlich noch relativ gut aussieht im Verhältnis zu dem, wie die Kupplung aussieht. Hier nochmal ein Blick auf die Kupplung. Total zerfleddert. So, jetzt noch einmal. Eigentlich müsste ich die Kupplungsscheibe anheben können und ich hebe den ganzen Automaten an. Ich kann ihn komplett hochheben. Das Ding ist einfach verschweißt. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Gucken. Ich freue mich natürlich über ein Abo und über einen Daumen hoch. Und hier habt ihr nochmal einen Link zu anderen Videos und hier unten könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Bis bald, macht's gut, tschüss.